Zum Schluss ist mir herzlich und bringe viele Grüße mit aus Seckern und freue mich, dass ich Sie wieder alle hier begrüße und sehe. Und danke herzlich, dass Sie gekommen sind. Das Thema, das was hier steht, heißt Schöpfung aus dem Nichts. Was ist das? Zu diesen Wege, die der Mensch hat, so im Sozialen zu wirken, diese Fähigkeit ist ohne geistigen Zusammenhang nicht möglich. Und Rudolf Steiner sagt dazu, da gibt es drei Beziehungen. Erstens, der Mensch zu Mensch. Mensch zu sich selbst und die Beziehung Mensch zur Welt. Alle diese Beziehungen machen eigentlich das Leben aus. Und Ford fährt vor und sagt, alle diese Beziehungen sind ja eigentlich mit der Zeit immer geworden. Man hat diese Beziehungen über die Zeit geschaffen. Wie ist das jetzt, wie kann die Zukunft dann entstehen? Hindert uns diese Beziehungen für die Zukunft oder können wir etwas Zukünftiges gemeinsam schaffen? Und sagt dazu, dieses Feld der Beziehung muss erkannt werden und das liegt nur in unserer Verantwortung. Und kreiert etwas, was es heißt, soziologisches Grundgesetz. Dieses Gesetz ist das Gesetz der Individualisierung. Das heißt, der Emanzipation vom Kollektiv. Das geschieht so, dass auf einmal einer sich von dem Kollektiv emanzipiert, wo eigentlich er sehr gut und sehr schön aufgehoben ist im alten Verhältnis. Und auf einmal entfernt er sich von diesem Kollektiv. Warum? Warum auf einmal nimmt jemand diese Initiative? Warum trennt er sich von der Umgebung, von der Wärme des Kollektives? Und diese Beziehung, die schauen wir uns noch einmal an. Er sagt, diese Möglichkeit, dass wir uns vom Kollektiv Abstand nehmen, das ist schon seit dem 15. Jahrhundert möglich. Seit dem 1413 sogar gibt er diese Angabe. Und sagt, da beginnt die Entwicklung des Bewusstseins. Und ich möchte diesen Abstand nehmen von mir selbst, genauso wie ich ihn auch vom Kollektiv genommen habe. Ich schaue genauso auf den Kollektiv und dann kann ich sogar auf mich selber schauen und sehe, wer bin ich. Diese Fähigkeit hat der Mensch, wenn er also dieses Bewusstsein entwickelt hat. Und dadurch, dieses Selbstbewusstsein, das sich entwickelt, da ist eine Voraussetzung zu Weltbeziehung, zu Weltbewusstsein. Also ich selber jetzt mache als Beispiel, ich bin natürlich sehr beeinflusst von meiner ägyptischen Kultur, von meinen Großeltern, von Eltern, von all diesen schönen Beziehungen, die ich jetzt als Rucksack trage. Und dann gibt es eine Zeit, wo man schaut, sehr, sehr mit voller Dankbarkeit auf diese Menschen, die alles das uns
mir selber gegeben haben. Aber bin ich jetzt wie mein Großvater? So dankbar ich ihm bin. Und ich stelle zum Beispiel fest, nein, ich bin nicht mein Großvater. Ich will auch nicht so wie mein Vater. Ich will auch nicht so wie jemand anderer. So, wer bin ich eigentlich? Diese Frage setzt Rudolf Steiner als Voraussetzung überhaupt für das, für die Weltbeziehung, für Menschenbeziehung. Obwohl diese geografische Lage, dass ich in Ägypten geboren bin, da ist, wirkt, das kann ich natürlich gar nicht ablehnen. Auch, dass ich die europäische Kultur so genieße und schätze. Auch, dass ich meinen verehrten Lehrer Rudolf Steiner zum Beispiel sehr, sehr schätze. Wer bin ich? Bin ich der? Diese Suche nach dem Ich, sagt er, das ist die Grundvoraussetzung überhaupt für ein Verstehen der Welt, für das Soziale in der Welt. Und er sagt, es gibt drei Kräfte, die dagegen werden. Erstens, Lucifer wirkt gegen diese Beziehung, gegen das, was in ihr wirkt, und sagt den Menschen, ja, bravo, du hast dich befreit jetzt von dem Kollektiv, du hast dich befreit auch von diesen Alten, die du tragst. Jetzt befreit dich auch vom Himmel, von den Göttern, vom Spirituellen. Befreit dich von der geistigen Welt. Und die Folgen davon sehen wir heute in der Gesellschaft in Form von Begierden, Trieben, Leidenschaften. Und er sagt, Götter erbarmen sich unserer und schicken uns eine Balance zu diesem Leid. Und zwar als Ausgleich gibt es in der Welt Schmerz, Leiden und Krankheit. Und fährt weiter fort und sagt, dann kommt Arima und sagt, der Mensch soll frei werden von der geistigen Wirksamkeit in der Sinnenwelt. Da ist nichts Geistiges, das ist nur das, was wir wahrnehmen. Und die Folgen von so wirken Arimans in uns sind eine Gabe, von uns, das heißt, Irrtum, was wir erleben. Irrtümer, die wir also in allen Gesellschaften erleben, und ihr sagt, um diese Irrtümer auszugleichen, senden uns die Götter etwas, nämlich unser Karma. Der Karma, das heißt, wenn wir jemanden treffen, wo wir sagen, der ist also schwer zu begegnen, der ist aus dem Ersten, oder auch mit dem kann man nicht zusammenarbeiten und so weiter. Und er sagt, dieses Bewusstsein, sich vorher entwickelt hat, kann diesen Irrtum so bekämpfen, dass man jawohl mit Geistesgüte diese Karma einfach löst und daher die Irrtümer in der Welt abschafft. So, und dann sagt er noch, es gibt noch dritte Wirksamkeit in der Sozial, das ist Azuros. Und verstärkte Wirksamkeit in dieser Zeit, das ist die Sinnlichkeit.
alles ziemlich wichtig. Jetzt kann man sogar, man ändert sein Gesicht, man liebt das alles Ziemliche, man schätzt nur, man lebt in der ziemlichen Welt. Und er sagt, die Gefahr hier ist, dass dieses Ich wird angegriffen, zersplittert. Und ich habe eigentlich gesucht in unserem Steiner Berge, was schicken dann die Götter als Ausgleich? Ich habe nichts gefunden. Nun sagt er noch dazu, dass die Menschheit unbewusst über die Schwelle zur geistigen Welt gegangen ist im vergangenen, also im 19. Jahrhundert. Und wenn das nicht im Nachhinein von einigen Menschen bewusst jetzt geschehen kann, dass man da bewusst in der geistigen Welt gehen kann, hat das verheerende Folgen. Also dieser Schwellenübertritt heißt, dass die Seelenkräfte denken, fühlen und wollen, eigentlich ihren eigenen Weg gehen und keinen Zusammenhang mehr finden. Und man sieht das ja auch heute, dass das Denken dann wieder kalt und kalkuliert und alles so berechnet, ohne jedes Gefühl, und dass das Gefühl allein wird immer überhitzt und immer das, was wir hier erleben in der Welt, unserer Zeit. Und dann, wenn der Wille sich auch so selbstständig, dann erleben wir das, was wir heute als brutal und radikalistisch in der Welt darstellen. Das sind die sozialen Verhältnisse, die wir dann auch gegen, weil diese wirksamen Kräfte da sind. Und dann stellt er die Frage, wie kann der Übertritt im Nachhinein bewusst vollzogen werden? Welche Möglichkeiten haben wir? Rudolf Steiner beschreibt ein Wesen in der Sonne. Dieses Wesen verwaltet die Beziehungen in der kosmischen Welt, also zwischen den höheren Geistern, wie sie miteinander umgehen. Und dieses Sonnenwesen hat sie verpflichtet, dass sie zur Erde runterkommt, sich mit der Erde verbindet, und dass wir dann seit dieser Zeit die Möglichkeit haben, diese kosmische Intelligenz in Form von menschlicher Intelligenz zu haben. Und er sagt, diese Kraft ist auch sehr wirksam und befähigt uns seit dem 19. Jahrhundert, dass diese kosmische Intelligenz uns in einer Art menschliche Intelligenz zur Verfügung steht. Dieses Sonnenwesen ist durch den Tod gegangen. Es ist aufgestanden. Sie wissen ja, dass wir in Ägypten gerade gestern Ostern feiern. Unsere Christen haben bis zum anderen Zeit als wir. Und ich muss da natürlich auch erzählen, was bedeutet eigentlich durch den Tod gegangen, müsste ich meinen christlichen Freunden dort erzählen. Was heißt dann auch Auferstehung? Das heißt, jeder Mensch kann in sich diese Ich-Kraft entdecken. Und kann unabhängig von seiner Religion, von seiner Hautfarbe,
von seinem Gender, also Frau oder Mann, kann eigentlich diese Kraft in sich entdecken. Also dieser Christus ist nicht für die Christen allein da, das Sonnenleben ist eigentlich für die Menschen. Und diese charakterisiert sich als die individuelle Kraft und trägt gleichzeitig, obwohl man jetzt intelligent wird und obwohl man die anderen erträgt auf einmal und willkommen heißt alle Kulturen, man trägt in sich auch das Universelle. Man wird auf einmal, wenn man das, diese Kraft in sich trägt, wird man auf einmal nicht nur mit seinen Gleichen, nicht nur also mit Philosophen gut auskommen, sondern da kommt man mit Menschen aus aller Welt, mit allen Kulturen gut aus. Dann kommt also diese Beziehung, worauf das Ganze jetzt aufgebaut ist. Danke, lieber Kind. Du bist immer ganz gut. Und dann gibt es eine allgemeine potenzielle Kraft in den Menschen, also diese Weltoffenheit. Einfach und durch das Geschenk. Diese Auferstehung heißt einfach die zur Verfügung stellen dieser Kraft. Also gewinnen Sie so einen Abstand von sich selbst, wie ein Fremder gewinnen. Und jetzt in diesem Rücksack zu schauen, wie bin ich eigentlich geworden? Wie bin ich durch andere jetzt geworden? Aber, und auch dieses Dankbarkeitsgefühl und alles das, aber wie bin ich geworden durch mich selber? Wenn, also, er sagt, man kann nicht überhaupt in die Zukunft reinschauen, solange man mit der Vergangenheit so fest verbunden ist. Sich also diese Vergangenheit bewusst machen, und dann ist man frei für die Zukunft. Er nennt es sogar, das sind freie Stationen der Begegnung mit sich selbst. Und beschreibt dann, wie sehen dann Begegnungen aus? Also bei einer echten Begegnung, da schläft man einfach da in den anderen rein. Man hört zu und man kann das erleben, wenn ein Mensch am anderen
intensiv zuhört, dass man Dinge aussprechen kann, die nur durch diese Begegnung gesagt werden können. Es ist unglaublich sozial für beide und hat ein Entwicklungspotenzial. Kannst du mir ein Ohr schenken? Das ist das Allersozialste, was gibt. Besonders wenn man vor einer Entscheidung steht. Man sucht eigentlich das, was man gar nicht aussprechen kann, nicht denken kann. Und dann hat man den Freund, der einem ein Ohr schenkt. Also man öffnet sich dem anderen Menschen. Und dann fährt er weiter fort in dem, was Sie heute als diese Technik des Vortrages nennen, in dem Vortrag von Evolution und Schaffen aus dem Nichts, sagt er, der Welt im Übertreten kann ich mit meinem Denken fühlen und wollen, damit ich in Beziehung zur Welt treten kann. Und zählt drei Sachen. Denn diese Denken befähigt mich, in der Welt der Logik hereinzukommen. Das Denken kann verschiedene Gegebenheiten zusammen miteinander so in Beziehung zu setzen und dadurch entsteht etwas vollkommen neu. Also wenn man, wenn ich jetzt gehe und sehe hier, sagte ich, und arbeite mit jemandem etwas und dann noch einmal hier und dann noch einmal da. Und dieses Denken befähigt mich, dass ich etwas vollkommen Neues schaffe, hat mit den anderen drei nicht unmittelbar was zu tun. Und das ist das Neue, was man in der Welt als Schöpfung aus dem Nichts nennt. Er nennt diese Art Denken morphologisches Denken. Diese lineare Verwandlung zu organischen Logik, dass man Dinge miteinander verbindet, das hat jeder Geschäftsmann eigentlich, wenn er erfolgreich sein will, dass er Dinge ständig neu schafft, der er nicht im Tag, in der Früh aufgewacht ist und das wirklich machen lernt, das entsteht erst durch die Begegnung mit den Menschen. Und dann sagt er das Feld der Ästhetik. Man kann in der eigenen Szene Resonanzen der Außenwelt in sich fühlen und wird wahrnehmungsfähig für die Welt. Also mein Fühlen wandelt sich zu Weltorientiertheit und dann fängt an, auch die Welt zu sprechen. Was passt jetzt hier draußen zu was? Ich finde, einer der genialsten Architekten, der jetzt unter uns hier sitzt, Winfried Reinl, ist der wirklich ein Ästhet ist, der nicht das, was er schön findet, normalerweise findet man etwas schön. Nein, er sieht diese Beziehungen und setzt die Sachen zueinander in Beziehung. Das ist die Ästhetik. Also diese Wahrnehmungsfähigkeit für die Welt
nennt Rudolf Steiner die Ästhetik und sagt, die Ethik ist was anderes. Die Ethik ist Pflichterfüllung. Ganz selten. Das heißt Pflicht, die Ethik. Man sagt ja, sich selbst in die Pflicht zu nehmen. Also für ein Vereinbarungsverhalten mit sich selbst, ich vereinbare etwas mit mir. Der Wille bleibt also bei mir. Also eine Situation wahrnehmen, innehalten, nicht sofort reagieren und aus der Geistesgegenwart halten. Also nicht aus der Routine, die man sowieso in sich immer hat, sondern immer aus der Geistesgegenwart handeln. Dies ist eine neue Art der Ethik nach Rudolf Steiner, die eben dieses Schöpfen aus dem Nichts einfach schafft. Weil sie nicht vorher vorgesehen waren, also der Menschen fühlt mit der Welt. Und dadurch wird der Mensch auch Mitschöpfer. Und dann entsteht vielleicht dieses gesunde soziale Verhältnis. Und man kann gesunde soziale Verhältnisse schaffen. Und er sagt, wenn diese drei Kräfte in der Seele wach werden, dann merkt man bald, wie diese drei Ideale sich kundtun in unserer Seele. Als drei Charakterzüge immer mehr und mehr als sich entwickeln und wirksam werden, die drei. Also ihr habt jetzt beschrieben das Denken, das Fühlen und das Wollen und das Sagen. Denken aus der Sache. Ein fremdes Leid wird immer mehr und mehr empfunden als eigenes Leid. Also, was geht mir eigentlich Ägypten an? Wenn ich jetzt hier in Europa sitze und meine Aufgabe nachgehe, was ist das, was einen packt, dass man dieses Leid als eigenes empfindet? Weil man entdeckt durch diese drei Übungen, dass sie sehr miteinander verbunden sind. Und man möchte auch das Leben miteinander teilen. Jeder entdeckt das bei sich. Das Essen schmeckt einem nicht alleine. Und die Schokolade auch nicht. Sondern immer, man will das teilen. Also, und dann diese zweite Ideal. Eine neue Art der Ästhetik. Der Mensch entdeckt, dass die anderen Menschen das verborgene Göttliche auch in sich tragen. Also das, was mir außerordentlich gefällt in Deutschland, in der Verfassung, die Würde des Menschen. Unantastbar. Dass diese Würde des Menschen wahrgenommen wird, geachtet und dass man jede Begegnung wird dadurch irgendwie einzigartig, weil jeder doch anderer Mensch ist. Und um dieses Schöpfen aus dem Nichts noch mehr zu verstehen, sagt er eine neue Art der Ästhetik. Ist, was entsteht durch diese Begegnung, wenn ich nicht damit gerechnet habe, der ist von mir. Aber er ist auf jeden Fall diese Frau, diese Menschen, der dieses Göttliche genauso ist. Da entsteht immer etwas Neues. Und aus der Situation raushandeln,
mehr und mehr werden die Menschen auf der Sinnhaftigkeit als eine Neuart. Dass die Welt nicht aus dem Urknall entstanden ist. Jedes Leben hat einen Sinn. Und ich will dem Sinn auf die Spur kommen. Dadurch hat der Mensch Anteil an das. Diese drei Ideale haben wir, wie Sie gesehen haben, mit der Schöpfung aus dem Nichts, mit dieser Schöpferkraft des Ichs zu tun, also das Denken aus der Sache raus, die Menschenwürde achten und den Geist des Lebens. Und dann gibt es so ein sehr schönes, ein schönes Vortrag von Rudolf Steiner, heißt: Was tut der Engel in unserem Astralleib? Wie finde ich den Christus? Und er sagt, die Aufgabe der Engel ist, das Ich wach zu rufen für die Seele.